Ja, servus und hallo Leute. Jo, wir haben Freitag, den 17. glaube ich, das müsste heute sein, ja. Ist ja wurscht, das Datum interessiert nicht. Ja, eigentlich sollte heute ein Video kommen, aber eigentlich ist heute auch kein Video gekommen. Warum ist kein Video gekommen? Ich habe nichts gefilmt. War nichts los. Aber jetzt geht's dann einmal los, dass ich was filme. Ich habe mir gedacht, ja, Freitag ist. Ich könnte euch einmal unten Acker zeigen, die Gerschen. Also auf dem Hormen draußen war ich. Das habe ich mir angeschaut. Das war vorgestern bin ich mit dem Auto draußen vorbeigefahren. Da steht noch gar nichts, die Kandler liegen im Boden drin. Da siehst du aber noch nichts. Da ist wirklich nichts aufgegangen. Also Hormen steht noch nicht, da fehlt das Wasser. Aber die Gerschen ist jetzt ja einigermaßen aufgelaufen. Man sieht, das Feld im Großen und Ganzen wird langsam grün. Aber es sind schon auch noch Trocknerstellen dabei. Beziehungsweise Kohlerstellen dabei. Ja, es wird alles noch ein bisschen dauern, bis so richtig wächst. Es fehlt halt, wie gesagt, einfach jetzt ein Wasser. Und wann das kommt, schauen wir mal. Jo, das ist auf jeden Fall der Acker. Da ist die Braugerschen drauf. Ihr seht schon, also im Großen und Ganzen, wenn man rinderwärts schaut, dann ist er recht grün. Aber je näher man quasi vor sich guckt, sind schon noch ein Haufen brauner Stellen. Also da ist zum Beispiel noch gar nichts aufgegangen. Da fehlt es noch komplett. Da müssen wir jetzt erst einmal. Ja. Willi. Da sind die Kandler. Das sind die. Haben bislang noch nicht einmal gekeimt, das sind gebeizter. Ja, da hat noch nichts gekeimt. Das ist einfach zu trocken. Und da hüben da hat es. Aber wie gesagt, das ist halt recht trocken und das sieht man auch dem Getrau an. Dem fehlt jetzt Wasser. Ja, Feuchtigkeit ist im Boden schon drin, aber in einer Tiefen. Na komm. Mit den Fingern merkt man, dass es da feucht wird. Da sieht man es auch ein bisschen. Der Boden ist so knochentrocken. Kommst nicht rein. Willi! Also ihr seht schon, da ist es ein bisschen feucht, falls man das überhaupt erkennt. Aber wirklich nur minimal. Aber die ersten, ja, 7 cm. Knochentrocken. Und so schaut es auf dem ganzen Acker aus. Ja, es fällt Wasser. Es fällt ein Haufen Wasser. Das ist scheiße. Es muss jetzt einfach um richtig schön regnen. Dass da ohne das Getrau richtig aufläuft und richtig wachsen kann, vor allem draußen, wie gesagt, mein Habe bei Bitzberg. Ja, mit dem schaut es schon echt schlimm aus. Willi! Reili! Star rausgehaut. Ja, also da draußen schaut es ganz, ganz schlimm aus. Es muss halt, wie gesagt, es muss regnen. Für morgen haben sie Regen angesagt. Am Mittwoch habe ich reingeschaut, da waren es noch 40 mm. Ich habe dann Mittwochabend reingeschaut, da waren es bloß noch 20 mm. Und ja, vorhin halt früh reingeschaut, da waren es nur noch 8 mm. Ich möchte gar nicht in den Sandy reingucken. Wahrscheinlich wird er nichts oder Muckenschiss. Wenn man sich den Himmel so anschaut, es sind zwar ein paar Wolken da, aber es muss nicht regnen. Das wird so schön, wenn es regnet. Ja, da heißt es warten, hoffen, dass irgendwann einmal Wasser kommt. Und wenn nicht, dann sollten wir uns vielleicht langsam mal Gedanken machen, was wir machen. Vorher hat schon gesagt, also wenn es jetzt nicht langsam regnet,
Da waren uns die Gaschen, die jetzt aufgelaufen ist, kaputt gehen, die waren uns verdrungen. Und dann kannst du dann nachjagen und kannst schauen, was du als nächstes drauf machst. Ja, getrautechnisch brauchst du dann nicht viel machen, weil wenn du jetzt dann hergehst und haust du auch noch einen Haben rein, ich hätte ja noch einen, ist das selber ein Spiel, dann geht ja auch nicht auf, der liegt dann auch bloß drin an, wenn er aufgeht, dann verdrucken der. Da draußen, wie gesagt, da ist noch nicht einmal ein einziges Helmler aufgegangen. Also wenn das heuer länger so bleibt, dann haben wir aber wirklich einmal ein Problem. Dann muss ich schauen, dass ich im Herbst da auch keine großen Eier mache und dann wird nur noch große Eier gebaut, dann habe ich nur noch Viehfutter. Tja, keine Ahnung wie. Willi! Der Reili ist da, der Willi der hat sich jetzt da reingeschlagen. Der ist jetzt bei den Gänse. Trottel. Naja. Wie gesagt, ich weiß nicht. Also, Wasser wäre gut. Tja, Daumen drücken. Aber ich glaube, das geht schon wieder viel in Deutschland so. Und auch in Österreich und der Schweiz. Es fällt irgendwie schon wieder überall an Wasser. Eigentlich hätte ich gedacht, das Jahr fängt da mal gut an. So das ganze Frühjahr so schön gering. Da hat man noch gedacht, ja, jetzt wird es aber wieder ein wenig ein feuchteres Jahr. 100-jähriger Kalender sagt auch, es soll feucht werden. Da ist er doch. Na Stinke, wo waren wir denn schon wieder? Ja, laut Kalender auch, 100-jähriger Kalender sagt, es soll ein nasses Jahr werden. Und dann ist es doch wieder trocken. Scheiße, was soll man dazu sagen? Aber gut. Es ist wie es ist. Können wir nichts machen. Wie gesagt, das was aufgeht, Daumen drücken, vielleicht kommt da Regen. Das wäre zumindest nicht schlecht. Selbst wenn bloß 8 Liter kommen, über die wäre ich schon froh. Das ist mehr wie nichts. Du musst da wirklich über Bewässerung nachdenken. Und dann lohnt sich der Getreideanbau nicht mehr. Weil wenn du jetzt die Flächen da bewässern willst, die hat 3 Hektar. Ja, dann. Dann sollst du im Endeffekt noch drauf für das Getreide, was du abbaust. Das ist ja Quatsch. Dann kann ich, wie gesagt, irgendeine Ackergras oder was auch reinmachen. Und nehme das dann zweimal im Jahr ab. Entweder als Grünfutter oder als Heu oder sonst was. Und mache da meine Reserven voll. Das kommt mir auf jeden Fall auf Dauer günstiger, als wie wenn ich da Getreide reinmache und wir verdrucken das dann alles. Wie gesagt, Saatgut, das waren 500 Euro. Ich habe es im letzten Video ja schon gesagt. Wenn es nicht drängt, dann haben wir ein Problem. Und tja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Machen wir uns keinen Kopf. Wir bleiben einfach beim Positivdenken. Es wird schon Regen, es wird schon Regen. Die haben Regen gemeldet. Dann wird einmal ein Regen kommen. Kann ja nicht ewig so ohne Regen gehen. Schau her, schau her. Ja. Heute haben wir nicht so viel stark gelesen. Wir haben eigentlich nicht so tief geackert gehabt. Aber ich sammle es ein wenig raus, was ich so sehe. Bevor sie uns nachher auch ein Mähdrescher drin machen, man weiß ja nie. Der wird schon den an oder anderen stark gesammelt. Ja, der unten eine Starfangbox. Starfangluch. Sauber, da war der Maulwurf. Ob so, der fühlt sich noch wohl. Ja, da ist feuchte Buden. Ja. Wie gesagt, da müssen wir halt einmal gucken. Da müssen wir jetzt durch. Positiv denken. Es wird schon irgendwann einmal ringer. Und wenn nicht, dann müssen wir das Beste daraus machen aus der Situation, das wir halt machen können. Ja. Wie gesagt, nun der Watz schaut es eigentlich nicht einmal so schlecht aus, aber wenn man da so guckt, sieht man schon die Haufen trockener Stellen, wo nichts ist. Und die trockener Stellen, die wo man jetzt da sieht, oder das da oder voraus, das ist eigentlich die Nussgallen. Und das ist auch ein Nussgallen da. In der Nussgallen ist es schön grün, in der ist es komischerweise trocken. Naja, so viel dazu. Willi! Reili! Aha, der eine ist schon wieder vor. Ja, da ist mein anderer Knödel. Die zwei Vögel. Ja, die Schweinchen geht's gut. Die haben vorhin auch noch hier vorher gekriegt. Ich habe auch Glana dabei. Ja, die Muckstabbing. Jetzt kriegt ihr mir extra Futter von mir. Bin ich immer fleißig dabei. Für die immer eine Mischung aus Haferflocken, aus Schrot und Banane, Äpfel und ein bisschen ja, Salat und was ich halt so hab. Das mische ich hier immer zusammen.
und wage Ei. Und das kriegt es auch immer dreimal am Tag. Schauen wir mal, wird schon. Ja, bei meinem Container ist noch nichts weitergegangen. Ja, es kostet Geld und Geld haben wir nicht, wisst ihr ja. Na, kommt auch noch. Schaut immer noch so aus wie vorher. Steht halt jetzt da. Da steht er erst einmal gut. Mein Mist jetzt denn. Lache ich aktuell hinten auf dem Feld. 6 Monate habe ich Zeit. Kann ich auch Feldmiet machen? Ja, es ist nicht optimal. Aber ich habe ihn jetzt trotzdem wieder hinten am Feld. Lachen auch dort. Dann war er halt im Herbst wieder ausgestreut auf die Wiesen. Und ich denke, bis zum Herbst, wenn wir den Kübel da schon mal fertig haben, dass wir dann spätestens im Winter in der richtig nassen Jahreszeit den Mist da drin haben. Und dann brauchen wir uns kein Geschiss mehr machen und dann passt es. Kommt alles zu seiner Zeit, kriegen wir schon hin, wart schon wann. Ja, kommt Zeit, kommt Rat oder so ähnlich. Dass ich mir jetzt den Striegel bzw. die Netzecken gekauft habe, das war einfach Zufall. Die hat sich angeboten, da habe ich einen guten Tipp gekriegt. An der Stelle nochmal danke an Margo. Der hat mir das geschrieben, dass die zum Verkauf steht. Und das hat sich so schön gepasst. Die wurden reingesetzt. Ich habe am selben Tag noch angerufen. Hab nachgefragt. Freilich ist noch da, wenn du es auch willst, komm vorbei. Hat schön gepasst. Dann habe ich gedacht, na komm, ist gekauft, passt. Steht immer noch da, ich wollte es ja schon ausprobieren. Steht noch da, weil ich es nämlich noch nicht gemacht habe. Ja, ich sage auch, die Zeit hat gefällt. Ich habe bloß abends die Viecher gemacht. Ja, wenn man wieder arbeiten geht, dann muss man sich das halt irgendwie ein wenig einteilen. Aber da kommen wir mal früher oder später noch dazu. Aber was anderes haben wir noch. Und zwar, ja, Kumpel, wir sind im Apfelkeller. Ich war heute in der Raiffeisen drüben, die Äpfel waren endlich da. Meiner bestellten Sorteäpfel. Neinstecken durch es noch nicht, der Boden ist zu trocken. Okay, ich müsste da mal fräsen und wenn ich so einen kleinen einstecke, dann habe ich ein bisschen Bodenfeuchtigkeit vielleicht. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, mal gucken. Ich habe auch gesagt, 2,5 Zentner Annabel und 2 Zentner Lilly kommt rein. Annabel sind Diasektore, die Stoffsäck oder Judesäck. Und das ist die Sorte Lilly. Mehlig kochend, festkochend. Dann kommen auch von meiner Bamberger Handlade, von meiner Nachzucht noch welche rein. Ich habe leider kein Sort gut gekriegt, aber das ist mir wurscht, die sind ja eh nur für den Eigenbedarf. Also von daher ist mir das relativ. Außer vielleicht, wenn ich Glück habe, es kommt drauf an, ein Bekannter hat gesagt, vielleicht hat er noch was für mich. Weiß ich nicht. Und was ich mir noch mitgenommen habe, vielleicht kennt ihr eine. Das ist Rübensaatgut, Futterrüben. Ja, einzeln stecken, wächst dann hoch, wachsen mehrere Pflänzlein an. Und das soll dann vereinzelt werden oder bratgeschlaft werden. Was so schön gesagt, früher haben sie es bratgeschlaft. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß nicht, vereinzeln. Das kommt unten mit einer Agenei. Ich weiß nicht mehr und ja, einfach einmal quasi Kartoffelreihe aufschütten und in die Dämmler dann Löcher reinstechen und da die Samen rein. Mal gucken, ob das funktioniert, ob die was waren. Wie gesagt, Trockenheit, aber probieren. Da will ich auch mal ein wenig was machen. Viel zu viel Saatgut, ich habe 500 Gramm mitgenommen, das ist ein Pfund. Das langt mir hinten nicht vorne, aber ist ja wurscht. Einmal ein wenig mehr mitgenommen, den Rest kann man aufheben. Egal. Ja, das kommt auf alle Fälle rein und weil die Leute ja gerne mal wissen wollen, was kostet das Zeug so. Ja, das Saatgut insgesamt hat 231,80 € gekostet, das was jetzt da unten steht. Die Rühmsamer, die waren glaube ich bei 19,90 Euro fürs Kilo, also sind es, ja, 9,75 Euro, nee Quatsch, 9,80 Euro, 9,90 Euro, 9,95 Euro, ja,
bei 19,90 Euro, 9,95 Euro, das soll ja eigentlich jetzt passen von der Rechnung. Für das Pfund hat mich das gekostet und der Rest waren die Äpfel. Müsste ich jetzt gucken, ich habe den Kassenzettel noch oben liegen, beziehungsweise die Rechnung. Die Annabel waren mit den teuersten Kartoffeln, die Lilly waren ein wenig günstiger. Also wie gesagt, das waren ja 231 minus die rund 10 Euro kostet auch so, also waren es 221 Euro, wo ich für die Äpfel gezahlt habe. Und da davor, die 2,5 Zentner waren glaube ich 129 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und die 2 Zentner halt der Rest. Irgendwie so ähnlich, wie gesagt, ich müsste auf den Kassenzettel gucken. Aber passt schon. Also billig war es nicht. Hoffen wir natürlich, dass es zeigt, was wird. Letztes Jahr habe ich ja wegen eigener Nachzucht gemacht. Aber Haie, extra mal wieder zertifiziertes Saatgut natürlich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wie gesagt, Regen wäre nicht schlecht, weil ich muss unten fräsen. Das gehört auf jeden Fall gemacht. Weil der Boden ja nur oberflächlich mit der Kreislegen ein bisschen latzegrümelt ist. Und fürs Äpfelbiet ist nicht ganz verkehrt, wenn man mit Fräsen einmal durchgefahren ist. Das welche soll wieder gefräst werden. Das macht aber heuer definitiv der KL300. Mit Doppelkupplung ist das ein wenig angenehmer zu fahren. Die muss ich bloß einmal raus da, vorher das Äpfelbiet noch anstecken. Dass ich weiß, wohin genau. Aber ja, wann ich stecke, weiß ich noch nicht. Normalerweise heißt die Regel ja immer, steckst mich im April, komm ich wann ich will. Steckst mich im Mai, komm ich gleich. Ob wir bis Mai warten, weiß ich nicht. Letztes Jahr war es glaube ich der 18. Mai, wo wir es gesteckt haben. Das war schon ja, grenzwertig, weil es hat ewig gedauert, bis wir raus konnten. Wenn ich es im April stecke, kann es genauso laufen. Wie gesagt, wir müssen halt wissen, wie das Wetter ist. Wenn Joa-Regen kommt, dass ich vielleicht die Äpfel drin habe, wenn der Regen kommt, dass er gleich irgendwas abkriegen. Letztes Jahr im Mai gesteckt, und da kam ja nichts Nennenswertes. Da haben sie bloß das aus dem Boden gezogen, was da war. Und ab und an haben wir ein bisschen ein Nieselring dazu. Das ist natürlich nicht die Welt. Mal gucken, vielleicht werden sie auch eher noch Ehre gesteckt. Aber das seht ihr ja dann, wenn es soweit ist. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Kommt alles zu seiner Zeit und wenn die Äpfel drin sind und das Unkraut ein wenig einzudämmen, genau dafür habe ich ja das Ding da. Gibt so ein schönes altes Video. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, muss er dann einmal drüber schlafen und dann rumdrehen und später noch einmal. Und das möchte ich heute auch einmal probieren. Ich hänge das Ding zum Striegeln in die Äpfel auf jeden Fall an der KL300. Da bin ich auch gefragt worden. Was hast du eigentlich beim KL300 für Spur? So guter Frage, was weiß denn nicht, was meine Spurweiten ist. Also ich kann es euch nicht sagen, auswendig weiß ich das nicht. Es passt halt für die Äpfel. Entweder weil die Maschine dafür eingestellt ist oder weil er die richtig abreden hat. Ja, der Bulldog, der kommt eigentlich viel zu kurz. Ich sage, das ist ein ungünstiger Platz, wo er da rumsteht. Das gefällt mir selber nicht. Aber naja, alles zu seiner Zeit. Kann ich ja mal den Meter so ein wenig grob nachhalten, was wir da für eine Spur haben. Das weiß ich, wie gesagt, selber gar nicht. 1,50 sind, glaube ich, die Erbsenbiedler oder was. Naja. Ich muss da mal ein wenig rausgehen. Ja, ich könnte mir die 1,50 hinkommen. Kann schon passen. Das sind 1,40, müssten wir es halt jetzt noch mal rausklappen, das Viech. Upp. Ja, nicht, ja, jo. Könnten ja 1,50 sein. Ich dachte, da bin ich auch gefragt worden. Also der passt für die Äpfel optimal. Der läuft schön zwischen die Reihe, auch mit dem Vielfachgerät, was wir haben, zum Hacken und Häufeln. Da ist wie gesagt der KL300 optimal dafür. Das geht mit dem KA15 definitiv nicht. Erstens einmal sind die Reifen zu breit und zweitens einmal hat er den falschen Gang dafür. Vor der Spur muss jetzt genauso gehen. Aber wie gesagt, also wie die Bratenschlappen, die er drauf hat. Das muss nicht sein. Da fährt man sich bloß die Dämme kaputt. Das habe ich einmal probiert und habe es dann gleich wieder bleiben gelassen. Da ist er der falsche Produkt dafür. Deswegen. Ich habe auch den nah und der kann ja ruhig auch was erben.
Ja, so viel dazu. Zum K15 noch. Da wird demnächst auch was gemacht. Und was? Zeige ich euch. Ja, beim K15 habe ich gesagt, da will ich auch was machen. Oder da muss was gemacht werden. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, ist das scheiß Ding schon wieder kaputt. Nein, der ist nicht schon wieder kaputt, der ist immer noch kaputt. Der hat immer noch ein Problem und das regt mich einfach auf. Ich habe das vor längerem schon mal gesagt. Der hat noch ein Problem vom Getriebe her. Und zwar, dass mir die Gänge rausfliegen. Der Fünfter, der Vierter und der Fünfter Gang sind es, die machen wir bei dem Bockel da auch. Die fahren gerne mal raus, wenn du mit dem Hänger auf der Geraden fährst oder bergab fährst. Der bleibt so lang drin, bis die erste Unebenheit kommt. Sei es ein Gullideckel, sei es ein kleines Buckel in der Straße, ein Schlagloch oder sonst was. Bang macht es, der Gang draußen und dann rollt das Ding bloß noch. Und das ist scheiße. Und warum ist das scheiße? Wenn du einen schweren Hänger hinten dran hast und der Bulldog, der fällt der Gang raus und du fährst im fahrenden Gang den Berg runter, der beschleunigt dann unheimlich. Und dann auf die Bremse drauf. Der Bulldog, der muss erst einmal bremsen, damit hinten die Auflaufbremse vom Hänger funktioniert. Und wenn du da nicht schnell reagierst, das kann ein Unfall gehen. Kein Spaß. Deswegen, da muss was gemacht werden. Ich zeige euch das einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das Video überhaupt gescheit kennt. Der dritte Gang geht recht stramm rein und ich brauche schon Kraftaufwand. Ihr seht es, wenn ich da gehe, drücke, der Finger färbt sich dann so richtig gelb bei Belastung. Drückt es quasi das Blut weg. Also der geht richtig schwer. Und jetzt haben wir im Vergleich den fünften Gang. Der ist drinnen, der fünfte Gang. Ich brauche keinen Druck. Da ist der fünfte Gang drinnen. Der klappert da schon. Da hat er schon Spül. Das ist die Feder, die in der Mitte drin ist, die den Gangschalthebel quasi wieder in die Zentralstellung bringt. Das ist ja unten am Schalthebel ist ein großer Federn dran, die bringt den immer wieder in Mittelstellung zurück. So, und die Federn, die sorgt schon dafür, dass er gar nicht ganz hinten bleibt. Und dann langt die Glänzter-Unebenheit, das Glänzter-Gebolbe am Boden und bang rutscht der raus. Da brauche ich, wie gesagt, nicht einmal viel Druck, das kann ich mit dem kleinen Finger. Der dritte Gang geht schon knackig rein, denn wenn ich mit dem kleinen Finger machen will, da breche ich mir eher den Finger, als dass ich den so ausgedrückt kriege. Und dasselbe Spiel habe ich beim Fadengang. Da ist auch ein Nullwiderstand. Nix. Der ist total ausgenudelt. Und selbe Spielchen habe ich auf der Gegenseite nach. Erster Gang geht auch schon relativ sanft raus. Okay, da ist noch Widerstand, da merkst du, dass er noch einrast, da bleibt er auch. Und es ist auch der Rückwärtsgang schon ein bisschen. Jetzt geht er nicht rein. Jetzt stehen halt Zahnradbohre falsch. Der Rückwärtsgang ist dasselbe Spielchen. Das sind halt die Gänge, die oft benutzt werden. Der Rückwärtsgang wird oft benutzt bei einem Bulldog. Der erste Gang zum Anfahren wird oft benutzt. Und der Vater- und der fünfte Gang, weil es die Straßengänge sind, beziehungsweise zum Hochschalten dann. Weil oft einmal überspringst du ja dann, wenn du auf die Straße fährst. Du fährst im ersten Gang vielleicht den Bulldog an, weil du dann Hänge drauf hast. Und wenn du dann ein wenig Gas hast, dann schaltest du da gleich in den dritten oder in den vierten hoch. Und ja, das sind die meist beanspruchtesten Gänge. Den zweiten Gang brauchst du eigentlich so gut wie nie. Den dritten Gang, wie gesagt, vielleicht noch öfters, den habe ich auch zum Aggen gehabt. Aber sonst ist er ja eher wenig gebraucht. Und warum die jetzt da nicht drin halten? Der Hauptgrund war zwar, dass unten drin sind auf die Schaltkulissen, wo quasi der Schalthebel runter geht. Der geht ja auf die Schaltkulissen oben her. Und da unten drunter sitzen kleine Federn und Kugeln. Und die Federn drücken auf die Kugeln und halten die Schaltkulissen quasi in Stellung. Wenn du quasi hergehst und tust nach in den fünften Gang, dann arretiert die Kugel die Schaltkulissen bzw. die Schaltgassen an der Stelle, dass er eben nicht rausrutscht, dass er hält. Und wenn die Federn gebrochen sind, dann hast du das, was du jetzt hast. Und das ist Mist. Gleich, ich muss auch mal schnell den Hund wieder holen. So, jetzt bin ich wieder da. Die Hunde habe ich jetzt erst einmal eingesperrt. Bevor ich noch fünfmal stiften gehe. Und ist jetzt momentan schon wieder ein Haufen Verkehr. Haufen Leute unterwegs. Ja, Abendspaziergang. Ja, wenn der Gang rausfährt, ist wie gesagt scheiße.
Also die Kugeln, die arretieren nicht mehr, die Federn sind gebrochen mit Sicherheit. Und wenn die keinen Halt mehr haben, es macht einfach keinen Spaß mehr, damit auf die Straße zu fahren. Du, wenn es dann berghinauf ist, dann bleibt der Gong drinnen, durch das, dass er dann quasi auf Last ist, dass die Zahnräder richtig fest ineinander greifen, dass er zuhört und dass er erben muss. Aber wenn es bergab geht und die Zahnräder quasi lose übereinander schlagen, weil er ja schiebt, und ab und an dann vielleicht noch durch die Bewegung vor der Rede und durch die Unebenheiten und dann plopp, ist er raus. Und das ist scheiße. Also du darfst definitiv nicht bleiben. Und deswegen habe ich entschieden, es hilft alles nichts. Das ist eine scheiß Arbeit bei dem. Beim KL300 geht es ganz einfach. Du brauchst bloß den Schalthebel runterschrauben. Das sind, ich denke, 4 Schrauben. Und dann kommst du nach. Haben wir damals auch gemacht, da war einer gebrochen. War der Vatergong, der immer kaputt war und nicht drunter geblieben ist. Und ja, das war damals richtig Mist. Das ist aber schnell gegangen. Das war eine Sache von, ja, ich denke, wir waren, oder der Vater hat es damals gemacht. Der war vielleicht eine halbe Stunde oder was drüber, den Deckel runter, die Schaltkulissen bzw. die Schaltgassen innen rausgebaut und drunter die Feder rausgekratzt, das Küchenlein mit dem Magneten raus, kontrolliert, ob das Küchenlein noch da ist, Küchenlein wieder neu, eine neue Feder neu, Schaltgassen wieder drauf, Gangschalthebel wieder drauf, fertig wurde der Käse gegessen, seitdem geht der Gang. Aber da ist scheiße. Warum? Beim Baugruppe 2 Getriebe von Krame, da hat sich Krame in der Hinsicht was mitgebracht, da haben sie recht raffiniert gebaut. Wie gesagt, dann schön viereckigen Deckel, den du drunter nimmst und kommst nach. Bei dem ist das Problem, du kannst den Schalthebel schon auch runterbauen, aber der Deckel ist bloß rund. Das ist scheiße. Den haben wir schon unten gehabt, weil wir gedacht haben, er kommt nach. Geht aber nicht, weil dass die Schaltgassen abbauen kannst, musst du ein Stück lang hinter. Musst du ein Stück nach vor, wo die Batterie ist, und da kommst du nicht nach. Das geht nicht im eingebauten Zustand. Das heißt, was runter muss, ist der ganze Hydraulikbock da. Da hängt der Sitz drauf, da hängt das Steuergerät drauf, die Hydraulikleitung, die Batterie muss weg. Das ist ein schöner Aufwand. Aber es hilft alles nichts. Das sind ja Schrauben dahin. Da, bis vor. Da bis vor, wo die Kabel dranhängen, und dann kannst du den ganzen Bock da oder runterheben und weg da. Das muss natürlich dann die Bolzen aufgemacht werden, dass da die dann runterhängst. Den Bock selber wollte ich sowieso schon mal runter machen, weil der säut. Sieht man jetzt aktuell gar nicht. Und wenn ich da so reingehe, da seht ihr das Öl. Da ist er undicht. Wir haben das Getriebe nicht offen gehabt damals. Ja, es war Fehler im Nachhinein betrachtet. Aber ja, gut, es war halt nicht eingeplant. Ich hätte es gleich mitmachen sollen, das wäre wurscht gewesen vom Geld her und von der Zeit her. Aber ja, man wollte halt den Bulldog schnell fahren und jetzt fängt man halt wieder an, was auseinander zu pflücken. Es ist natürlich scheiße. Der Fahrer hat damals schon ziemlich gesagt, du den Bulldog erst einmal komplett machen. Fahren eine Zeit lang, wenn du da gefahren hast. Und noch ein paar Dinge hast, wo Öl raushilft oder sonst was, dann machst du dann nochmal von vorne, machst die Dinge gut ganz, tust das zusammenfliegen und dann kannst du dann lackieren. Ich habe damals gesagt, na, wenn ich noch schon auseinander mache, mache ich es gleich richtig, weil die ganzen Schwarzpunkte und das, wo ich gesetzt habe, das hat mir nicht gefallen. Und ich habe mir gedacht, nein, das kann ich jetzt nicht rumfahren. Und ja, das war wegen meiner Schuld, gebe ich ja zu, da war ich selten dämlich, aber ja, gut. Es ist jetzt so, wie es ist. Das heißt, ich mache halt jetzt natürlich Lackschaden, wenn ich was runterbaue. Und darf dann wieder drauf rumpinseln, dass wieder ein wenig Farbe drauf kommt, dass nicht ganz so scheiße ausschaut. Aber jetzt ist so wie es ist, kann man nichts drauf ändern. Das ist wie mit dem Dichtring da unten vor der Zapfwellen, der undicht war. Das ist wie mit dem Motor vorne, der noch undicht war, wo rausgesifft hat. Der Kühler. Das war meine Schuld, gebe ich auch zu. Ich hätte es damals so machen sollen, wie es der vorher gesagt hat. Der Vater hat einen Grund gehabt, warum er es gesagt hat, oder hat er auch recht gehabt, aber ja, wenn man es halt besser weiß, oder man kann halt vor die Alten noch was lernen und soll ihnen halt doch einmal was glauben. Es ist wie es ist. Was sagen muss, muss sagen. Dann wird halt, wie gesagt, der ganze Programm runtergenommen. Dann komme ich innen schön an, sehe ich auch gleich, wo die Zahnräder kaputt sind. Dass Zahnräder kaputt sein müssen, weiß ich. Der Fünfter und der Vatergong könnten unter Umständen Karies haben. Ich meine, ich habe damals, wie ich das Öl abgelassen habe, habe ich leichter Zahnflanken drin gehabt. Nicht schlimm.
Es war aber nicht nur Abrieb, es waren schon Bröckerler. Aber nicht dramatisch, es waren kleiner Zahnflanken. Und fahren tut er ja damit. Das ist ja nicht das Problem, der fährt ja. Bloß, ich schaue mir das gleich mit an. Ob ich die dann mache oder nicht, das entscheide ich, wenn ich offen habe. Weil das ist natürlich ein finanzieller und großer Aufwand, das zu machen. Weil dann muss das Getriebe komplett auseinander. Und das war dann ein wenig größerer Akt. Ist das jetzt schon ein größerer Akt, wenn ich das mache? Weil, ja, den Hydraulikbock, den machst du da runter, da warst du wahrscheinlich 1,5 Stunden drüber sah, bis du alles weggebaut hast, dass du nachkommst. Und ohne jetzt dann eigentlich den ganzen Produkt zu verschandeln und zu versauern, wenn du damit vorsichtig bist. Also denke ich, einmal 1,5 Stunden werden wir drüber sah. Ja, die Schaltgasen wegbauen und dann müssen Federn rein. Die Federn sind mir das günstigste. Da könnten sie gehen mit ganz viel Glück oben in der Maschine halt noch welche sah vom KL 300. Die sollten theoretisch damit passen. Muss man sehen, vielleicht noch mal vorher drin in der Arbeit welcher, die haben super Saar liegen. Also das ist, so hier haben wir den geringsten Aufwand, aber aufwendiger wie beim KL 300 und dann, ja, wenn wir das Ding schon wieder irgendwie zum Laufen bringen. Aber ob die Zahnräder dann mitgemacht werden oder ob man es dann vielleicht verschmerzen kann, dass er, ja, ein bisschen angefressen sind. Ich meine, wenn ich den KL 300 überlege, wir haben den auseinandergebaut, die Zahnräder haben deutlich schlimmer ausgeschaut. Da haben gewaltig Zahnflanken gefällt und der ist damit noch gefahren und hat keine Geräusche weiter gemacht. Also, die sind robust gebaut, die Getriebe. Aber das Problem ist halt, das ist ein unsynchronisiertes Getriebe. Und wer unsynchronisiert ein Getriebe fahren kann, tut ab. Also, ich kann es nicht in Perfektion, gebe ich ja zu. Ich bin dem Berchner vor und hab unten her vergessen umzuschalten in der niedrigeren Gang, beziehungsweise ich wenn bei uns an der Dorfbeiche unten nachfuhr, dann fuhr ich nochmal den Berg im vierten Gang auf, das langt immer. Im fünften geht nicht, langt nicht oben am Buckel, also muss da immer runterschalten, plus zum Runterschalten muss ich stehen bleiben und muss dann wieder auffahren. Hochschalten geht, das kriege ich ganz gut nach, das mache ich so wie es in der Anleitung drin ist. Quasi, du fährst an, drückst die Kupplung, tust den Gang raus, legst dann den nächsten an und lässt dazwischen die Zahnräder rein. Normalerweise sollen die Zahnräder sanft aufeinander laufen und einflutschen. Bei den Krameschleppen brauchen die nicht einmal aufeinander laufen, die flutschen von ganz allein rein. Außer natürlich, du drehst jetzt wunderbar wie hoch im dritten Gang und tust dann schalten, dann kannst du schon mal sagen, dass er wen kratzt. Aber da habe ich das Vorgefühl drin zum Hochschalten. Das geht ohne Doppelkuppeln, ohne alles, überhaupt kein Thema. Funktioniert, macht da keinen Schaden. Runterschalten, mit dem Zwischengas geben, ich habe es probiert, na, ich geb zu, ich kann es nicht, der vorher kann es, der hat es probiert, der kommt bei dem Bulldog auch nicht damit zurecht und ich habe gesagt, ich gebe es auf, ich schalte lieber unten am Berg, dann bleibe ich stehen, fahre dann nochmal neu an und schalte in den passenden Gang zum Nachfahren, aber ohne stehen bleiben, schalte ich nicht runter, da mache ich mehr Schaden und ich meine, die Vorbesitzer vor dem Bulldog, da weiß da nicht, wie die damit umgegangen sind. Da können natürlich dann die Zahnräder durchaus einmal dran geklappt haben, weil wenn du probierst, den Gang dann reinzuweihen, dass du vom 5. in der 4. Runde schalten willst und drückst dann drauf wie ein Schmied, dass das reingeht und es macht bloß vom Getriebe her, dann, ja, irgendwo muss einmal was nachgeben und es sind halt die Zahnflanken. Lange Rede, kurzer Sinn, muss voneinander gemacht werden, muss man reingucken, muss man sehen. Geht aber aktuell nicht, in der Halle ist belegt, da steht da McCormick IHC, was ist denn das? Ah, die 326, da wo der Motor gemacht wird. Dann habe ich ein kurzes Zeitfenster, weil dann soll da hinten der Hanoma gemacht werden, denke ich. Und dann in der Zwischenzeit kann ich schnell einmal rein und kann das machen. Also ich hoffe, dass ich das innerhalb von einem Tag geschafft kriege. Normalerweise ist es machbar, aber man weiß ja nicht, wie fest teilweise Schrauben gerostet sind und die Farbe, die pappt ja doch ganz gut. Aber es wird wann. Ja, und dann halt gleich wieder pinseln und es wird ein wenig schön. Muss man sehen, muss man probieren. Ist ein wenig blöd, weil man es auch nicht direkt probieren kann. Man muss den ganzen Hydraulikbock wieder draufsetzen, draufschrauben. Dann kannst du probieren, ob es gebracht hat, das Federn austauschen. Wenn es nichts gebracht hat, dann baust du das ganze Scheißding wieder runter. Ist ein wenig blöd gemacht. Wie gesagt, ist beim KL 300 deutlich leichter. Da bist du schneller dran. Es ist eine Sache, eine Viertelstunde den Deckel runterzunehmen. Du musst da mehr wegbauen. Und vor allem muss ich auch das Hydrauliköl ablassen. Und die Leitungen alle wegmachen, also das ist definitiv mehr Aufwand, aber geht nicht anders. Hilft nichts, muss sein, muss sein.
Ja, jetzt habe ich wieder einen Haufen gelabert, habe wieder einen Haufen erzählt. Dann können aber die Leute sagen, langweilig. Das ist aber halt so. Ich denke, ich werde das Video jetzt gleich fertig machen, dass das dann morgen kommt. Dann habt ihr zumindest den aktuellen Stand, was die Woche passiert ist. Ja, wie gesagt, wie es da weitergeht, das zeige ich euch auf aller Fall auch. Es ist ja nicht so, dass ich den Bulldog jetzt zwingend holen musste, wenn jetzt zerlegt wird und mal an zwei, drei Tage ausfällt. Ja, kann ich verschmerzen, ich brauche noch nicht zwingend. Geagert ist, wo ich noch dafür nehme, das ausmisten, kann ich mit dem KL300 genauso. Es ist ja nicht so, dass der KO-Hängekupplung nicht hat. Und wenn der in der Halle stehen sollte, kann ich zu nur den KL300 da reinstellen. Dann brauche ich nicht mehr das Auto erst rausfahren, dann komme ich an den Anleichter noch. Muss ich sehen, wie ich es mache, aber es ist auf jeden Fall keine Dauerlösung, so wie es jetzt ist, dass welche Getriebe mache. Dann weiß ich, dass der wieder geht und dann kann ich wieder zufrieden sein, kann damit wieder fahren. Ja, gut, das war's dann an der Stelle auch schon für das Video, glaube ich, denke ich. Ich gehe jetzt dann einmal auf, dann werde ich das Video vielleicht fertig machen. Ist dann, das war halt bloß ein Infovideo gewesen. Oder ein Labevideo oder ein Langeweilevideo oder wie das auch immer nennen wollt. Ja, ihr seht dann an, wie es weitergeht. Den Rest werde ich dann irgendwie filmen. Da wird noch was kommen, aber muss man sehen. Vielleicht kommt was davor vom Zerlegen vom Bulldog, dass ich euch das mit zeige, wie das funktioniert. Oder was ich dann mache. Und dann kann ich euch ja zeigen, ob es eigentlich die Federn wurden oder was anderes. Und ja, alles weitere gibt sich dann von ganz allein. Müssen wir schauen, müssen wir probieren. Aber jetzt ist erst einmal gut. Jetzt wünsche ich dann noch ein schönes Restwochenende. Wie gesagt, das Video, ich weiß jetzt, schaue, dass ich es noch schneide und dass es dann für morgen ins Internet kommt, also für den Samstag, für den 18. glaube ich. Und dann habt ihr da auch noch was zu sehen. Ja, das ist jetzt so aktuell, was halt passiert ist. Mehr ist jetzt nicht los. Und mehr kann ich jetzt im Endeffekt auch nicht sagen. Der Holger mit seinem Auto. Ja, eine von unserer Bauern aus dem Ort. Jo, das war's dann. Servus, schönes Wochenende. Ja, halt, stopp, noch nichts end. Im letzten Video haben wir ja den Käse gemacht gehabt, das müsste Montag gewesen sein. Und seit Montag steht der Käse bei mir im Kühlschrank und reift. Und wird jeden Tag ein bisschen leicht eingesalzen, eingerieben ringsherum und gedreht. Ja, ihr wolltet sicher sehen, wie der ausschaut. Ja, im Ganzen nicht viel anders wie am Montag. Außer, dass er von der Färbung jetzt ein bisschen gelblicher wird. Da habt ihr den Käse. Also er hat jetzt ganz zarte, leichte Gelbfärbung. Er bildet jetzt ganz langsam außen drauf eine Schicht. Und man sieht jetzt aktuell gerade nicht. Ich habe ihn jetzt gerade gedreht. Er fängt innerher das Gasen an. Also er geht jetzt, beziehungsweise gast innerher. Du hast jeden Tag ein wenig Luftblasen um drauf und wenn du dann rumdrehst, dann ist die natürlich unten und am nächsten Tag ist sie auf der anderen Seite um drauf. Rind oder ja, frisch und gut, also nicht kaputt oder was, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist er hier. Nee, der riecht eigentlich ganz gut. Schaut da richtig gut aus, man hätte so richtig Bock jetzt den anzuschneiden und zu essen, aber nee, der soll ja mal ein bisschen reifen, der soll die Möglichkeit einmal kriegen. So schaut er jetzt auf alle Fälle auf. Das ist definitiv kein frischer Käse, sondern das ist der von dem Montag. Und der steht in der Box immer noch drin. Nässt natürlich durch Salz immer ein bisschen noch nach. Das ist aber auch gut so, das passt schon. Das tropft dann unten noch ein wenig raus aus der Box. Ja, gucken wir mal, ob das was wird. Also ich bin gespannt. Und ja, jeden Tag ein bisschen Ei rein. Ich könnte natürlich auch eine Lauge auch machen und könnte auch jeden Tag dann mit einer leichten Lauge und einer kleinen Bürsten oder was Ei rein. Aber so. Das ist wirklich, das sind 10 Gramm Salz oder was in die Hände rein und vorsichtig auf den Käse überall verteilt. Und ja, macht sich auf jeden Fall gut, schaut schon mal gut aus und riecht auch schon ganz gut. Also mir kriegt richtig Appetit. Ich bin mal gespannt, ob der von Arne wenigstens so weit durchkommt, dass er mal ein richtiger Käse wird. Schauen wir mal. Wir hätten ja jetzt quasi eine Wachsschicht einpacken können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich probiere es ja mal so.
Den Tipp hat mir auch jemand gegeben, dass man da immer wieder leicht einsalzen tut. Irgendwann ziehe ich das Salz nicht mehr rein, also versalzen tut man dann nochmal damit nicht, sondern der fängt dann an, eine Kruste außen drauf zu bilden. Ich hoffe es natürlich, weil nicht, dass ich dann einen Salzklumpen habe. Das wäre super optimal. Aber schauen wir mal. So, aber jetzt ist dann Ende fürs Video. Nicht, dass man da hast, ewig langes Video und es ist nichts passiert und überhaupt so langweilig und überhaupt. Macht euch nichts draus. Sind halt bloß Infos. Ciao.